Das ist der Food Hall. Jetzt habe ich gleich meine Hand, aber meine Hand ist auch ziemlich groß. Die ist jetzt vom Lidl, das sind 10,5 Kilo. Die, ja, war letzte Woche Samstag noch nicht da. Ich weiß aber jetzt natürlich noch nicht, wie die schmeckt, das ist jetzt meine erste. Hat 6 Euro gekostet für 10,5 Kilo, das sind ungefähr 55 Cent pro Kilo. Die normalen Wassermelonen da kosten 90 Cent pro Kilo. Die sind aber alle total hell, kernlos und schmecken auch nicht wirklich. Ich wollte mal echt vom Türken welche holen, die haben noch bessere. Die haben auch ein richtig schönes, strukturiertes Muster, also ein richtig kräftiges Muster. Noch kräftiger, vollere Farben. Eine richtig schöne ovale Form auch. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist für Qualität oder ob eher halt so unförmigere Sachen und so natürlicher sind und qualitativer sind. Aber die vom Türken hat schon sehr gut geschmeckt und kosten 90 Cent pro Kilo. Das sind jetzt halt, wie gesagt, 55 Cent. Die probiere ich jetzt mal und sag euch dann Bescheid gleich. Ja, ganz gutes Fruchtfleisch, sage ich mal. Auf jeden Fall sind Kerne enthalten. Die sind auch gut kräftig und groß, die Kerne. Und dann werde ich doch jetzt mal probieren. Ja, schmeckt sehr gut. Bisher die beste Melone aus allen Supermärkten. Kann ich nur empfehlen, nach Lidl zu gehen.